Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cube Escape Collection. Und zwar, heute ist Geburtstag angesagt und deswegen springen wir auch direkt rein. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce und wir schauen, was passiert. So, Rusty Lake 1972. I feel different. Ich fühle mich so anders. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ich sehe meine Erinnerungen in kleinen Würfeln eingeschlossen. Ja, Dude. Irgendwie kommt mir das bekannt vor mit dem Fahrstuhl, nicht wahr? 1939. Mein Geburtstag. Klick geht nicht. Okay. Ist kein guter Schalter. Kaugummi. Yay! Kaugummi, alles ist happy, fun time. Aber ihr wisst ja, bei Rusty Lake bleibt nicht lange alles happy, fun time. Vor allen Dingen, wenn man ein Messer aufhebt. Tja. Oh, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das hingehört. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie das Leben haben soll, aber... Rusty Lake Leder. Okay. Ich meine, ich werde jetzt ganz gleich von vielleicht ist er da. Ich will jetzt aber gucken, dass ich hier die Sachen voll gemacht bekomme. Und dann schauen, was passiert. Ah, okay, mein Weg geht mal zurück. Dann fangen wir mal von an. So. Alles klar. Das ist ein Auto rein, das ist ein Auto rein. 8, ah, okay. 7, 6. Okay, gucken wir mal den Mann hin. So, haben wir so einen hier, brauche ich, ja? Das ist schrecklich. Auch nicht. Jetzt haben wir einen, alles klar. So, einen Garage auch noch nicht. Mensch. Oh, der ist einfach krass. So, 5, 4. Noch nicht. Schrecklich. Ich kann auch gerne haben wir auch keinen frei. Schade. So, dann haben wir den Arm hin, dann haben wir und dann wieder so ein, der passt. Sehr schön, hier mal einen kompletten Black, hier mal ein Fenster. Und hier haben wir jetzt mal so ein und, ja. Coming soon, yay! Wow. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn mir das jetzt nichts gebracht hätte, ne? Also, das wäre ja... Aber coming soon, da hat er recht. Da hat er doch recht. Mensch, das kommt wirklich bald. Wahrscheinlich sogar schon nächste Woche. Mal gucken. Oder vielleicht auch schon in 2 oder 3 Tagen. So, hallo Miezeflausch. Schlapp. Schlapp. Magst du Kaugummi? Nee. Gut. Kaugummi? Auf der Mausefalle? Nö. Auch nicht so spannend, ne? So. Eine Rose. Die hat auch schon eine Bedeutung hier. Es sind immer mal wieder Sachen, die wiederkommen. Okay. So. Aber wir machen erstmal... Oh, hi. Give it to your mother. Gib das deiner Mutter. Give it to your mother. Okay. Moment. Was hast du Son, sonst? I would like some cake. Ich möchte ein Stück Torte. Aha. Check the mail, darling. Schau doch mal nach der Post. Guck mal. Kaugummi. Nom 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 nom. Kaduschki. Ha. So. Was? Ist die Post da? Post. Ja, ja, hier, Post, haben wir. Ja, was denn? Ja, ist doch gut. Da ist aber keiner. Oder, ach so, das ist das Telefon. Ja, ist doch gut, was denn? Es wird Blut fließen. Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Kenn ich. Das Ding ist, nun ja, also... Ich sag mal so. Das ist halt irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ach, guck mal, ist das Happy Fun Time hier. Rot, 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 rot. Aha, okay. Das eine Haus ist irgendwie komisch. Aber naja. 1, 4, 2, 5, 9, 6. Mhm, okay. Oh. Verschlossen. Okay. Darf ich das öffnen? Oh mein Gott. Ja, danke. Danke für das postapokalyptische Rätsel, was ihr mir geschenkt habt. Mensch, da freue ich mich aber. Ja. Nee, ist klar. Cool. Mensch. Welch Freude. Schneide die Torte an. Schneide die Torte an. Ja, ich hab doch hier... Ach so, ah.
schneide die Torte an, yo. Ah. Das ist schlecht. Aha, also ich habe nur eine bestimmte Schnittzahl frei, um das zu tun. Aber das ist auch alles kein Problemchen. So. Ja, nee, sie hat. Ja, das ist natürlich eine gefüllte Torte. Von daher kann die auch mal bluten. Also nicht bluten, sondern da kann auch mal was. Nom, 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 nom. Ja. Oh, Mensch. Eine Nadel in der Torte. Steckt eine Nadel in eine Geburtstagstorte? Ja, das weiß ich nicht. Wie geht's dir? Ich weiß es nicht. Der sitzt da so rum und schaukelt hin und her und sieht irgendwie auch gar nicht so. Na, lieber Dale. Alles Gute zu deinem 9. Geburtstag. Dieser Tag wird der schlimmste deines Lebens werden. Mensch. Das ist ja richtig schön. Aber die Vergangenheit ist nicht tot. Betrachte die Gegenwart. Sie könnte deinen Tag verändern. Wow. Freundlichen Gruß, Mr. Owl. Das ist aber eine nette Geburtstagskarte, Mr. Owl. 18 bis 12. 18, 12 ist die Sache, ne? 18, 12. Okay. Was auch immer das zu bedeuten mag. Okay. Wir machen mal ein bisschen Mucke an hier. Keine Nadel. Ja gut, die haben wir ja gerade aus dem Kuchen genommen. Yeah. Ein Drink. Ja, immer gern für dich, Großvater. Eis. Ja, immer gern für dich, Großvater. Ach Mann, ey. Wo ist denn Eis? Ich meine, das ist ein Kühlschrank. Warum ist da kein Eis? Na gut. Oh, hallo Mr. Rabbit. Alles klar bei dir? So, na gut, dann Streichhölzer. Ja, dann gib mir mal, dann ich brauche mal beide verschlossen. Was ist hier los? Das sieht auch noch verdächtig aus. So. Was ist eigentlich mit dieser Vase? Was ist eigentlich hier oben los? Hä? Nein, ich wollte doch... Yay, eine Zwei-Flagge. Cool, die habe ich mir schon immer gewünscht. So, ein Stern, zwei Streifen, drei Streifen, vier Punkte, fünf solche Dinger. Yay, noch eine Flagge. Wuhu. Mensch, das ist aber spannend. Mal gucken, ne? So, was haben wir hier? Das gehört zusammen. Dann müsste es eigentlich rot werden. Ach nee, es muss blau werden. Muss es so, dann muss es wieder blau werden. Dann wird es grün und dann wird es so. Und dann habe ich wieder eine Flagge. Oh, toll. So, habe ich denn jetzt mal alle Flaggen hier zusammen oder was? So. Ah, eine Schraube. Yes! Cool. Endlich. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Zu meinem Geburtstag vor allen Dingen. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Brauche ich die Schraube hier für die Uhr? Kann das sein? Nee. Ich benötige... Also eher für Musik und Eis vor allen Dingen. So. Kann ich hier eine Schraube? Ah. Da musste die Schraube rein. Schön.
So. Ist immer noch Mr. Rabbit. Ist immer noch cool drauf. Weil er draußen ist. Nicht wahr? Schneit ja auch. Deswegen ist er cool drauf. Konnte ich eigentlich nach oben gucken? Nee. So, die Klingel konnte ich auch nicht betätigen. Und die Katze? Brauchst du Kaugummi? Nö. Brauchst du... Nö. Was könnte ich mit dem Kaugummi machen? Ich könnte den Kaugummi hier als Falle stellen, oder? Ich könnte... Was mache ich denn mit dem Kaugummi? Also... Eis! Eis! Eis. So, was mit dir? Happy birthday, dear. Happy birthday, dear. Ja, yay, danke. How's your grandfather doing? Ja, der heult die ganze Zeit rum, der Dude. Der geht mir auf den... Naja, aber gut. Reden wir nicht drüber. Ich möchte nicht über meinen Großvater sprechen. Der nervt. So, ach so, ich habe ja einen Schraubenzieher, stimmt. Mensch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, ja. Kabel. Kabel ist immer gut. Wo brauchen wir denn jetzt ein Kabel? Wo brauchen wir ein Kabel? Ein Kabel? Was ist eigentlich mit der Vase? Kann ich die Vase irgendwie... Nee. Kann ich auch nicht. Kabel? Nee. Kabel? Nee, oder? Nee. Was brauche ich denn mit dem Kabel? Kabel? Nö. Ach, Kabel! Schön. Ein schönes Kabel. Kann ich hier noch irgendwie so Kaugummi oder sonst Stuff reinpappen? Nee. Oh. Da war bestimmt irgendwas drin, was ich brauche. Ein Luftballon. Ja, guck mal, den kann ich doch jetzt mit Wasser füllen? Wow, Dude. Bleib ganz ruhig damit jetzt. So, dann packe ich das hier rein. Dann habe ich Eis. Yay, ich habe Eiswürfel gebaut. Schön. So, und jetzt bist du Musik, oder was? Ja, ja. Hey, Alter, das ist aber auch ein Greis, ey. Mann, Mann, Mann. So. Gib mir deine Briefmarke. Mann, 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 Mann. So, Dude, setz dich wieder hin. Das ist ja furchtbar. Wie sieht denn das aus? Happy birthday to you. Oh, oh, hi. Hi, Mr. Rabbit. Hi, Mr. Rabbit. Okay, ja klar, den lasse ich... Wow. Hey, ich wollte... Dude. Was ist passiert? Oh mein Gott. Okay, das war jetzt doch eher unerwartet. Dass es so einen harten Twist nimmt. Lieber Dale, alles Gute zu deinem 9. Geburtstag. Dein Freund Harvey. Okay, die zwei Briefmarken. Schön. Eieieiei. Ich hatte keine andere Wahl. Diese Substanz aus meinem
einem meiner früheren Leben ist meine einzige Möglichkeit, diesen Zustand zu verlassen. Vergib mir, Mr. Rabbit. Dude. Bitte was? Okay. So, damit ist das mit dem Gas auch eine Sache. Also, wow. Oh nee, Igitt, geh weg. Geh weg. Eieiei. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das gerade passiert ist hier. Ich meine, also, ich weiß ja, dass ich bei diesem Spiel mit allem rechnen darf. Aber, achso, ja klar, ich muss es ja erstmal warm machen. Ne? Ja gut, lassen wir das erstmal so. Okay. Stop! Gottes Willen, diese Geräusche, furchtbar. So. Was habe ich denn jetzt noch für Sachen hier? Den Gasschlauch, genau. Den würde ich gerne hier mit anbringen. So. Briefmarken sind hier nicht notwendig, ne? Nee. Gut. Okay. Ja, es wird der schlimmste Tag in meinem Leben, ja. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Das ist ja wirklich übel. Ach Gott. Ach. Okay. Ach so, okay. Okay, interessant. So, dieser Hügel, das ist hier. So, diese Erscheinung ist hier, okay. So, ich brauche jetzt aber noch eine Briefmarke, die hier irgendwo noch rumzufliegen vermag, offenbar. Weil hier waren ja vier Symbole, genau. Kringel plus S und das Dreieck. Kringel plus S und das Dreieck. Okay. Welcome. Okay, eine Batterie. Ah. Eine Batterie kann ich wahrscheinlich auch wieder in dieses Teil hier reinstopfen. So. Ich finde auch krass, dass das jetzt hier quasi so blutverschmiert angezeigt wird, aus dem einfachen Grund, weil quasi ja, der Blick wahrscheinlich genau so ist. Ah, das ist ja echt übel. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, was ich hiermit zu tun habe. Das ist mir noch ein bisschen unbekannt. Ah, hier ist noch eine zweite Batterie, ja. Die hat nicht Photosynthese gemacht, die hat einfach eine Batterie gebraucht, die Blume. Das ist auch ganz typisch für das Modell. So. Auch irgendwo, also irgendwo muss ich einen Zahlencode. Ah. Hab ich aus Versehen was richtig gemacht, indem ich die Fliege angeklickt habe mit dem Kaugummi und jetzt die Fliege besitze. Okay. So, ich will ja gar nicht wissen, was ich damit jetzt fangen möchte, aber ich bin mal gespannt. So, gucken wir einmal kurz weg. Und dann haben wir... Ja, ein Fisch, natürlich. Ja. Unexpected Prey. Ja, genau. Also,
Einen Fisch habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Muss ich sagen. Völlig nee. Gottes Willen. Ja, so. Der Fisch. Was mache ich mit dem Fisch eigentlich jetzt? Ich finde es schön, wie er das Fenster nicht getroffen hat. Aber ich meine, gut, da hat er auch nicht hingezielt. Er hat ja einfach nur auf die Leute hier gezielt. Ja. So, hier haben wir noch. Huch. Zweimal Gin, zweimal Tonic. Gin Tonic. Okay. Ein Drink im Theater. Ja, gut. Das mag wohl richtig sein. Was war das hier? Hab ich irgendwas hier bei ihr noch nicht gesehen? Also mir fehlt ja eine Briefmarke grundsätzlich. Da ist sie doch. Mensch. So, das bedeutet, wir können im Prinzip den Code hier... Ach, guck mal, das ist auch nochmal hier. Na... Also 6 ist erstmal das... Also 1696 wahrscheinlich. 1696. Richtig? 1696? Kringel und S war das, glaube ich, ne? Kringel, S, nee. Wo war das Plus? Ach so. 1966. 1966, wenn du so willst. 1966. Ah, das geht. Trotz alledem noch. Wow. Okay. Ach so. Katze mag Fisch. Stimmt. So, Katze macht irgendwas wahrscheinlich? Ah, nee. Katze hat schon gemacht. Ja, ein Schlüssel. Den hat die Katze gefressen. Das macht sogar... Das ist wahrscheinlich das, was am meisten Sinn hier momentan macht. So. Ich hatte gesagt 19... 6 und 16... Was? 65? Hä? Ah, ja, okay. Rusty Lake, 1966. Mr. Owl? Deal with your past, Dale. Stelle dich deiner Vergangenheit, Dale. Only then can you truly become. Und dann kannst du deine Bestimmung erfüllen. Okay, ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Dann wird man sich ein... Ja. Dann wird sich wahrscheinlich ein Hasenkostüm aufsetzen. Und dann... Ja, warum 5? Ach nee, 66 war ja richtig. Ne? So. Ja, und nu? Das haben wir jetzt immer noch nichts gesagt hier. Ich meine... Okay. So, ich habe jetzt quasi alle Sachen, die ich brauchte, bekommen. Bis auf ein dreieckiges etwas und ein... Ich meine, das hier habe ich auch immer noch nicht so verstanden. Mit dem Messer auch nicht? Nee. Na gut. Also ich brauche noch irgendwas Viereckiges und irgendetwas, was man dreieckig bezeichnen kann. Ich bin der Meinung, dass hier mit irgendwas ist. Ein Baum im Fenster. Dann sind da... Moment. Baum? Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Alter. Boah. Da,
Hätte ich ja gar nicht gerechnet, ey. Es ist da Streicher? Nee. Oh Gott. Wie mich das gerade verjagt hat. Oh Gott. Ich will nach Hause. Alter Verwalter, ey. Das war ein Schock. Das war ein richtiger Schock. So. Oh. Ist das hier schon wieder irgendwie... Nee. Ah! Eine Silbermünze. Muss die hier rein? Ja. Ein blauer Würfel. Okay. Ah, okay. Ja, das sah mir nämlich schon so nach Würfel aus, aber okay. Time Traveler. Okay, auf geht's. Okay. Er ist noch nicht da. Okay. So, das heißt also... Ja, da ist er nämlich. Der guckt nämlich schon. Aber ach so, jetzt ist quasi alles noch an, was hier an ist. Und jetzt bekomme ich auch noch... Nee, die Schlüssel hatte ich auch noch nicht. Okay, und jetzt sage ich... Open the chest. Öffne die Schatulle. Ah, die Schatulle. Ah, jetzt habe ich... How's your grandfather doing? Ja, so. Aha, jetzt machen wir hier nochmal Musik. So. Er freut sich nochmal hier. So, und jetzt kommt wieder das Lied. Oder möchte ich jetzt mit dem Revolver hier rausschießen? Nee. Hä? Hey, noch irgendwas? Fehlt noch irgendwas? So. Mach ich's wieder richtig. How's your grandfather doing? Happy birthday, dear. So, und dann sagt er... Gun! Pistole. Ah, er will die haben. I am ready. I am ready. Er ist bereit. Happy birthday to you. Yay! Ja, dann komm doch. Großvater, das ist jetzt irgendwie so der Moment, wo du schießt, eigentlich. Was ist passiert? How did you know? Worauf wusstest du das? Boom! Boom! Ja. Ist doch die Katze? Schlapper, okay, alles klar. Solange der Katze nichts passiert. Know? How did you know? Tja. Oh, okay. Okay. Und da ist er. Der schwarze Cube. Und die Erinnerung ist in Ordnung gebracht. Und damit sind wir auch schon am Ende von Cube Escape Birthday. Mensch, so schnell kann es gehen. Lasst gern ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auch gern ein Abo da, wenn ihr auch die restlichen zwei Cube Escape Spiele hier sehen wollt. Dann
wünsche ich euch jetzt nämlich einen traumhaften Tagabend oder wann auch immer ihr da schaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.